heutigen Video erkläre ich euch, wovon die Breite eines Konfidenzintervalls abhängt. Dazu habe ich euch hier ein Konfidenzintervall aufgezeichnet. Es ist symmetrisch um eine relative Häufigkeit h, die im Vorfeld in einer Meinungsumfrage beispielsweise erhoben wird. Die Obergrenze liegt bei h plus c, die Untergrenze bei h minus c und das bedeutet, das Gesamtintervall hat eine Breite von 2c. Wovon diese Breite jetzt abhängt, könnt ihr mit Hilfe der Formelsammlung beurteilen. Wir sehen hier in der Formelsammlung die Untergrenze. Ihr seht, die haben wir eine Struktur h minus c für unser Intervall. Und die Obergrenze hier, wir haben hier eine Struktur h plus c. Wenn wir das genau betrachten, dann sehen wir, dass dieser Teil der Formel dem c entspricht. Nachdem das Intervall genau die Breite 2c hat, bedeutet das, wir erhalten für unsere Intervallbreite folgende Formel. 2z mal h mal 1 minus h durch n und dieser Ausdruck steht unter der Wurzel. Ja, beginnen wir vielleicht mit dem einfachsten Teil, das ist der Einfluss des Stichprobenumfanges n. Ihr seht hier, dass der Stichprobenumfang im Nenner steht. Je größer also diese Zahl, desto kleiner wird die Intervallbreite, denn wenn ich durch eine große Zahl dividiere, ist mein Ergebnis kleiner. Das ist eigentlich auch anschaulich klar. Ein schmales Intervall bedeutet eine relativ hohe Genauigkeit und wenn ich viele Leute im Vorfeld bei einer Meinungsumfrage befrage, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Ergebnis im entsprechenden Konfidenzintervall dann tatsächlich liegen wird. Das bedeutet also, hoher Stichprobenumfang bedeutet geringe Intervallbreite. Schauen wir uns nun den Einfluss von z an. Aus der Formel ist erkennbar, dass das Intervall dann breit wird, wenn z groß ist. Nun, was hat das jetzt mit der Sicherheit Gamma bzw. dem Signifikanzniveau Gamma zu tun? Auch das könnt ihr in der Formelsammlung ablesen. Und zwar könnt ihr hier das z sehen und hier oben in der Tabelle jeweils die geforderte Sicherheit. Man kann gut erkennen, dass je höher die geforderte Sicherheit ist, desto höher ist der Wert von z. Und das bedeutet also, wenn wir uns die Formel noch einmal anschauen, ein breites Intervall bekomme ich, wenn das z groß ist und das z ist groß, wenn die geforderte Sicherheit hoch ist. Das kann man sich anschaulich auch mit Hilfe einer Zielscheibe gut vorstellen. Nehmen wir an, ihr steht in großer Entfernung zu einer Zielscheibe und seid Anfängerinnen oder Anfänger und sollt die Zielscheibe mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen. Dann wird euch das umso wahrscheinlicher gelingen, je größer der Durchmesser der Zielscheibe ist. Eine Zielscheibe mit kleinem Durchmesser werdet ihr mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit treffen, wenn ihr in hoher Entfernung steht. Genauso ist das bei unseren Konfidenzintervallen. Die gesuchte relative Häufigkeit, die erst in Zukunft ermittelt werden wird, wird umso eher in diesem Konfidenzintervall enthalten sein, je breiter dieses Intervall ist. Ist das Intervall schmäler, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächliche Ergebnis in diesem Intervall liegen wird, etwas geringer. Das heißt also, hohe Sicherheit bedeutet hohe Intervallbreite und somit geringere Genauigkeit. Bleibt uns zuletzt zu untersuchen, welchen Einfluss die relative Häufigkeit hat. Sie steht in der Formel als Produkt h mal 1 minus h. Und ihr seht, nachdem das im Zähler steht, je größer dieses Produkt ist, desto breiter wird das Intervall. Sehen wir uns dazu Zahlenbeispiele an. Ich habe hier schon etwas vorbereitet und zwar bei einer relativen Häufigkeit von 0,5 ist 1 minus 0,5 natürlich ebenfalls 0,5 und somit ergibt sich ein Produkt von 0,25. Wählen wir den Wert 0,4, ergibt sich für 1 minus 0,4 0,6 und für das Produkt ein Wert von 0,24. Bei den nächsten beiden Zahlenwerten hätten wir ein Produkt, das nur noch den Wert 0,21 bzw. 0,16 hat. Ihr seht also, den größten Wert des Produktes bekommen wir, wenn die relative Häufigkeit bei 0,5 liegt. Und je weiter sie von 0,5 weg ist, desto geringer wird das Produkt. Schauen wir noch einmal die Formel an. Ein großes Produkt bedeutet eine hohe Intervallbreite und ein großes Produkt haben wir für einen Wert von 0,5 erhalten.
Was möchte ich noch einmal zusammenfassen? Zunächst einmal, man kann nicht gleichzeitig hohe Genauigkeit und hohe Sicherheit erhalten. Ein Konfidenzintervall wird umso breiter und dadurch natürlich auch umso ungenauer, je höher die geforderte Sicherheit ist, je näher die relative Häufigkeit bei 0,5 liegt und je kleiner die Anzahl der befragten Personen bzw. der Umfang der Stichprobe ist. Und damit möchte ich mit euch jetzt gemeinsam eine frühere Reifeprüfungsaufgabe besprechen. Und zwar findet ihr sie wieder unter Aufgabenpool.at mit dem Titel Breite eines Konfidenzintervalls unter der Nummer 1-446. Betrachten wir uns die Angabe. Es geht darum, dass bei einer Meinungsumfrage 500 Personen befragt werden. Und zwar geht es darum, ob eine Fußgängerzone errichtet werden soll. 60% waren dafür. Das Konfidenzintervall hatte eine Sicherheit von 95% und wurde mit 55,7 und 64,3% des Intervallgrenzen berechnet. Nun geht es darum, welche Aussagen zutreffen. Schauen wir uns die erste Aussage an. Die erste Aussage lautet, das Konfidenzintervall wäre breiter, wenn man einen größeren Stichprobenumfang gewählt hätte und der relative Anteil der Befürworterinnen gleich groß geblieben wäre. Nun, wir haben gerade gesehen, ein breiteres Konfidenzintervall bekommt man, wenn das N, die Stichprobe, klein ist, wenn man also wenige Leute befragt. Daher ist diese erste Aussage falsch. Die zweite Aussage lautet, das Konfidenzintervall wäre breiter, wenn man ein höheres Konfidenzniveau, eine höhere Sicherheit gewählt hätte. Erinnert euch an die Zielscheibe. Eine große Zielscheibe, ein breites Intervall, treffe ich mit höherer Wahrscheinlichkeit, also auch mit höherer Sicherheit. Diese Aussage ist korrekt. Die nächste Aussage lautet, das Konfidenzintervall wäre breiter, wenn man die Befragung in einer größeren Stadt durchgeführt hätte. Nun, in diesem Fall muss man einfach nur zurückdenken an die Formel. Die Größe der Stadt ist in der Formel nicht enthalten. In der Formel geht es nur um N, H und Z. Insofern ist es völlig irrelevant, wo diese Befragung durchgeführt wird. Es handelt sich hier um eine falsche Aussage. Die nächste Aussage lautet, das Konfidenzintervall wäre breiter, wenn der Anteil der Befürworterinnen in der Stichprobe größer gewesen wäre. Schauen wir uns diesen Anteil noch einmal an. Wir haben 60% Befürworter oder Befürworterinnen. Wäre er höher, dann wären wir zum Beispiel bei 70%, also von 0,5, unserem maximalen, dem Wert, der uns das maximal mögliche Ergebnis liefert, noch weiter entfernt. Daher ist diese Aussage auch falsch. Vielleicht zur Erinnerung blende ich euch noch einmal die andere Tabelle ein. Den größten Wert haben wir für eine Häufigkeit von 0,5 erhalten. Bei 0,7 hätten wir nur noch ein Produkt von 0,21, bei 0,6 von 0,24. Also wenn wir hier größer werden, dann bekommen wir in Wirklichkeit nicht das richtige Ergebnis. Und die letzte Aussage lautet, das Konfidenzintervall wäre breiter, wenn der Anteil der Befürworterinnen und der Gegnerinnen gleich groß gewesen wäre. Naja, das entspricht einer relativen Häufigkeit von 0,5. Und wie ich jetzt gerade auch noch einmal wiederholt habe, bei einer relativen Häufigkeit von 0,5 ergibt sich die maximale Breite eines Konfidenzintervalls, wenn ansonsten nichts verändert wird. Daher haben wir hier die zweite korrekte Aussage gefunden.